Hallo meine Freunde der Banküberfälle und willkommen zurück zu Let's Play Lego City Undercover. Ich bin der Drachenbursche und ich grüße heute in diesem 16. Part nämlich den Jonas, außerdem den Noah, den Lukas und den Aljoscha. Chase, ich hab was gefunden. Halt die Augen nach roten Farbwechslern auf. Alles klar, rote Farbwechsler. Wow, dieser Smaragd. Er soll der reinste Smaragd der Welt sein. Nicht so ein plumper Klumpen wie die Dinger, die sie aus der Bluebell-Mine bergen. Die sind zwar auch wertvoll, aber kein Vergleich. Wow! Die Gegner kann man einfärben, wie schön. Oh Mann, der Arme. So, hier brauchen wir... Hä? Wird uns da angezeigt, dass wir darauf schießen sollen mit dem Farbding? Das verstehe ich jetzt aber nicht. Naja, werden wir bestimmt auch noch irgendwann verstehen. Hier müssen wir was in die Luft sprengen. Wir machen erstmal die Detektivsache da oben. Die habe ich mir auch. Oder machen wir. Wir holen uns noch was anderes vorher. Den kleinen blauen Stein holen wir uns auch noch. Den kleinen goldenen Stein, wenn sie hier schon rumliegen. Oh, hier gibt es auch noch mehr. Es lohnt sich auf jeden Fall hier immer rumzuschwimmen. Auch wenn es uns ziemlich stinkt hier, aber muss leider sein. Schade. Hier sind wieder unsichtbare Wände, die uns das Weiterkommen leider nicht ermöglichen. Da vorne können wir noch reinschwimmen. Das ist bestimmt ein gutes Zeichen, wenn da tödlich steht. Ah ja, hier ist so Giftzeug. Da sollten wir möglicherweise nicht wieder reingehen. Aber hier können wir noch reingehen. Hier können wir uns noch ein neues Auto holen. Nämlich Godland. Was auch immer wir den brauchen. Naja. Also hier unten ist echt giftiges Zeug. Da stinkt es einem dann nicht nur, da ist es dann auch noch richtig gesundheitsschädlich. Also gut, wir haben gesagt, wir machen hier die Detektivaufgabe. Ich vermute mal, da brauchen wir wieder Chase hier, oder? Nehmen wir mal den Chase. Die schöne Musik haben wir auch lange nicht mehr gehört hier eigentlich. Da geht's weiter. Da ist es auch schon. Ah, diesmal hat's ja ganz gut geklappt eigentlich. So, schnell den Blauen hier noch mitnehmen. Ah! Schon gewundert, dass hier nichts passiert. Da haben wir Dynamite. So. Und Dynamit können wir natürlich gut einsetzen. Und zwar direkt hier. Hier ist eine von den Kisten, wo wir sie reinhauen können. Schade, dass wir Dynamit nicht mehr frei rumwerfen können. Das wäre noch lustiger. Aber man kann vermutlich nicht alles haben. So, das müssen wir hier zusammenbauen. Schnell zusammengebaut. Und heraus kommt dann... Was wird das, ein Boot? Liegematte? Wer versucht denn da eine Luftmatratze runterzuspülen? Ah, so kann man da runter. Ich verstehe. Noch nicht so ganz klar. Aber kommen auf die Elektro-Dinger, können wir da drauf fahren? Ne, da brauchen wir auch irgendwie eine andere Fähigkeit, die wir momentan leider nicht haben. Ne, die bringt nichts. Da können wir wohl übel nichts machen. Was das da mit diesen Enten noch zu tun hat, ich verstehe es nicht. Leuchtende Lego-Objekte verändern. Er möchte es ja gerne verändern. So, Ente ist verändert. Aber du hast die falsche Farbe. Ah, okay, wir müssen es mit der anderen Farbe müssen wir jetzt machen. Können wir eigentlich nochmal zurückgehen, weil dann können wir vielleicht nochmal die Farbe wechseln. Können wir vielleicht nochmal auf Lila gehen. Nein, wir dürfen nicht zurück. Schade. Sonst hätten wir es hier mit der anderen Farbe machen können. Aber vielleicht können wir mit der Matratze nochmal zurückfahren. Ich weiß es nicht. Schön. Wir können mit dem Ding rumpaddeln. Auch gut. Kommen wir da oben eigentlich hin. Das würde ich auch gerne... Nein! Ups. Das würde ich eigentlich gerne nochmal ausprobieren. Ne, das springt dann in die falsche Richtung. Das geht leider nicht. Oh ne, habe ich mich jetzt hier hinten eingebaut? Ne, er kann zum Glück auch rückwärts paddeln. Umso besser. Aber selbst wenn wir durch dieses Zeug durchpaddeln, dann muss er ja trotzdem seine Arme da reinhalten, das Giftzeug. Aber er hat Handschuhe zumindest an. Das tut er mir gerade leid. Ah, oh, armer Chase. Was tut man nicht alles in einem Undercover-Einsatz? Was tut man nicht alles in einem Undercover-Einsatz? Um die Gangster-Ding festzumachen. Ah, da können wir uns zumindest den Blauen noch holen. Machen wir das grüne Fass hier noch kaputt. Sogar ein 10.000er. Aber nicht schwer versteckter 10.000er. Aber diese Regenbogenfarbenen sollen wir übrigens extra einsammeln. Die bringen noch mehr. Du hast nichts gegen uns. Doch, jetzt hast du doch was gegen uns. Wow. Ups, der ist baden gegangen. Sorry. Hier brauchen wir schon wieder einen starken Charakter, den wir nicht haben. Wird Zeit, dass wir mal einen starken Charakter bekommen. Die brauchen wir auf jeden Fall mal. Ah, hier kann man auch, glaube ich... Ja, die kann man auch kaputt machen. Genauso wie diese Hütchen hier. So richtig viel finden wir in den Missionen momentan noch nicht. Aber gut, da haben wir noch nicht so viele Fähigkeiten. Wie komme ich da durch? Das irgendwie hoch machen. Ganz umfärben. Ah, wenn ich es umgefärbt habe, kann ich... Warum ist der vorher nicht unten durchgerutscht? Weiß es nicht. So, die ist weiß, die Ente. Vielleicht will die ja in einer anderen Farbe gefärbt werden. Der boxt immer. Der soll doch die Waffe rausholen. Ja, genau. Dann hol die Waffe raus und dann färben wir das Ding mal ein. Ah, das ist wahrscheinlich auch wieder die falsche Farbe. Ja, war ja klar.
Okay, wir probieren es jetzt trotzdem nochmal. Ah, und so kommen wir auch an die Sachen ran. Sehr gut. Schwieriger wird nur, darüber zu kommen. Da brauchen wir irgendwie einen Charakter, der vielleicht schneller... Gibt es einen Charakter, der noch weiter springen kann? So extra akrobatische Charaktere oder sowas bräuchten wir, glaube ich, an der Stelle, um da weiterzukommen. Haben wir momentan leider nicht, aber kommt vielleicht noch. Chase, ja genau. Dachte schon, er wäre gerade ertrunken. War er zum Glück aber nicht. Okay, einmal unten durchrutschen. Ja, geht anscheinend doch immer. Okay, dann mal weiter hier Richtung... Was auch immer das ist, das kann ich noch nicht ganz erkennen. Könnte ein Sprungpad sein. Nee, kein Sprungpad. Können Farben... Ist das ein Farbwandler? Nee, ah, das ist eine... Ah, okay, verstehe. Das ist wieder so ein Ding. Jetzt müssen wir noch eine Verwendung dafür finden. Ach, da kann man das dran schrauben. Das hätte ich auch nicht gesehen. Okay, einmal drehen, lieber Chase, und dann... jetzt werden wir zumindest wieder ein bisschen... Das Wasser sieht etwas sauberer aus. Das ist ganz angenehm, dass wir hier doch nochmal ein bisschen sauber werden. Nachdem wir hier ganz durch die ganze Plörre gerade eben geschwommen sind. Da brauchen wir schon wieder irgendwie Fähigkeiten, die wir nicht haben. Okay, bei dem Level sind die Sachen, glaube ich, nicht schwer versteckt. Da ist eher das Problem, dass wir die ganzen Fähigkeiten nicht haben. Hier können wir was aufsprengen. Und hier ist der rote Stein. Oh, sehr gut, sehr gut. Warte mal. Na, wir müssen hier erstmal aufhebeln. Dann heben wir erstmal auf, holen den roten Stein und wandeln uns dann wieder in die andere Form rum. In die Bergarbeiterform, damit wir das andere Ding machen können. Aber schön. Ja, ich weiß, den darf der Dieb nicht aufheben. Der rote Stein, der war wichtig. Der war wichtig. Dass wir den. Die sind aber relativ leicht versteckt, die roten Steine. Oh, ich hab's in den anderen Level immer nicht gefunden. Das kann natürlich auch sein. Hab den Farbwechsler gefunden. Nachdem du die Waffe mit roter Farbe gefüllt hast, kannst du durch das Beschießen grüner Felder elektrische Anlagen ausschalten. Weißt du, das hier erinnert mich ein bisschen an die Zeit, als ich noch Brüche machte. Nur riskiere ich diesmal nicht direkt meinen Hals. Ich lese jetzt mal weiter. Okay, mach das. Guck mal, ja, doch an den 10.000 daran, oder? Ist das eine elektrische Anlage? Ja, das ist doch eine elektrische Anlage. Okay. Ich glaube, dann kommen wir nämlich an die andere Anlage rein, an die wir vorhin hier rankamen. Und den 10.000 will ich jetzt doch noch haben. Ha, ich krieg ihn doch. Ich wusste es, ich krieg ihn. Ja, jetzt haben wir es auch schon fast geschafft. Ich bin noch... Jetzt, da oben ist ja auch eine elektrische Anlage, aber ich... Ach, verdammt, das ist eine andere elektrische Anlage. Jetzt bin ich umsonst hier runtergesprungen, oder? Ja, das ist definitiv eine andere elektrische Anlage, oder? Können wir hier zweimal ermitteln? Nee, das Ding ist bloß noch aufgeploppt. Da scheint ein Bug zu sein, dass es da zweimal ist. Okay, schade. Ich dachte, jetzt kommen wir auch noch bei der anderen elektrischen Anlage rein, aber das war uns nicht vergönnt. Okay, aber jetzt machen wir wirklich weiter. Na, was tust du denn, Chase? Du sollst hier nicht versinken mit dem Ding. Du sollst hier weiterfahren. Fast haben wir es geschafft. Fast sind wir wahrer geworden. Aber wir müssen ja auch noch in die Bank selber rein. Also da werden wir dann sowieso wahrer werden. Mal. So, das Level müssen wir sowieso irgendwann nochmal machen. Aber gut, jetzt erstmal nach oben. Chase, genauso. Genauso stelle ich mir das vor, lieber Chase. Du verstehst mich ja... Du verstehst mich ja ohne Worte. Ich brauche nur einen Controller, um dir zu sagen, was ich möchte. So, da kommt, die holen wir uns jetzt auch noch. So schwer sind die nicht zu holen. Und damit haben wir es auch geschafft. Ja, Lego City Held. Ich wusste, dass es reichen würde. Also einmal den Bergarbeiter. Das hier kaputt machen. Und dann gleich hier auf den Schalter drauf feuern. So kommen wir doch schnell voran hier. Genau. Kletterpartie ist aber noch nicht zu Ende. Da geht's raus. Und ich glaube, da kommen wir dann aber wirklich in den oberen Teil der Bank rein, wo wir den Diamanten oder was auch immer es ist, den Stein klauen können. Runterfallen. Runterfallen kann ich. Springen in Lego spielen. Ich hab's immer zu eilig, glaube ich. Das ist das Problem. Also, wenn ich während der Mission habe ich es meist nicht sehr eilig, weil ich immer in alle Ecken schaue, ob da noch irgendwas rumliegen könnte. Aber ich mache ja auch die 100%. Deswegen ist es auch wichtig, dass ich schon mal beim ersten Durchlauf möglichst viel sehe. Da lohnt es sich auf jeden Fall noch weiter zu gehen, bevor wir nach oben gehen. Yeah. Das ist auch die letzte Ente, wäre da noch gewesen. Lohnt sich. Oh, können wir sie jetzt, müssen wir die in Rot einfärben. Nee, Rot scheint auch nicht die richtige Farbe zu sein. Also was auch immer die komischen Enten für eine Farbe haben wollen. Wir haben sie nicht. Ist auch egal. Wir gehen jetzt nach oben. So, nach oben, nach oben, nach oben. Freue mich doch schon drauf, den großen Stier da vor dem Eingang einzufärben. Das wird auch lustig bestimmt. Kontrollpunkt abgeschlossen. Ich kann es regelrecht spüren. Der Riesensmaragd ist schon in der Nähe und macht mich bald steinreich. Hast du schon einen Hehler an der Hand? Nicht nötig. Das ist ein Auftragsbruch für einen Privatkäufer, der das Ding unbedingt will. Bau jetzt also ja keinen Mist. Der Letzte, der Mist gebaut hat. Ach, es war eine große Schande. Was ist passiert? Konnte ihn leider nicht mehr beschäftigen. Also haben wir ihn zu den Fischen geschickt. Bitte?
Ja, er arbeitet jetzt als Wächter im Aquarium. Also bis später. Das ist eine schöne Umschreibung. Zu den Fischen geschickt, dachte ich eigentlich, dass er irgendwo im Hafenbecken liegt, aber nein. Das ist nett hier in dem Spiel, das ist nett gemacht. Naja, vielleicht ist er ja ein großer Tierfan, ein großer Fischfan, von daher ist es für ihn dann vielleicht auch gar keine so eine Bestrafung, im Aquarium zu arbeiten. Und vielleicht auch besser als hier immer irgendwelche gefährlichen Jobs für unseren Chef hier zu machen, unseren aktuellen, den Gangsterboss. Nicht, dass er dann wirklich noch zu den anderen Fischen geschickt wird. Mit den Betonfüßen. Hab ich schon mal erwähnt, dass ich Explosionen in dem Spiel mag? ja, hab ich, ich weiß. Und da geht's weiter. Hier können wir auch nicht runter. Nö, ich glaube, hier gibt's sonst nichts mehr zu sehen. Nichts zu sehen? Na dann, jetzt aber. Richtung Diamant, wir kommen der Sache näher, ich weiß es. Kontrollpunkt abgeschlossen. Hier können wir gleich wieder was aufheben. Ich schnell den Smaragd und verdufte dann von hier, sonst erwischen sie mich noch. Smaragd ist es, Entschuldigung. Hey, Chase! Hier steht, dass die Waffe noch ganz andere Sachen kann. Mit ihr kann man auch Dinge versilbern. Und wieso mache ich mir dann die Arbeit, eine Bank auszurauben? Kein richtiges Silbermann! Aber es reicht, um Oberflächen glänzen und spiegeln zu lassen. Eignet sich gut gegen Laserstrahlen, kapisch? Ja, das könnte hier ganz hilfreich sein. Gut, füll sie mit silberner Farbe, wenn du einen Wechsler findest. Und halt Ausschau nach dem Riesensmaragd, okay? Meld dich, wenn du da raus bist. Machen wir. Wir müssen hier noch vier Sachen auch noch knacken. Ah, oh, Smaragd ist... Wo ist der Smaragd? Ich sehe ihn hier noch gar nicht. Da oben irgendwo. Da muss irgendwo drin war der Smaragd nicht. Ah. Okay, wir merken uns das. Laser ist ungesund. Okay, Silber haben wir jetzt schon mal drin. Ich weiß auch nicht, auf welche Seite wir schießen müssen. Wieso können wir die nicht anvisieren? Ah. Wir müssen da drauf schießen. Ach nee, wir müssen das Ding hier reinfahren. Verstehe. Und dann können wir das... Ah. Und dann können wir das umleiten. Sehr gut. Ich fühle mich ja hier fast wie bei Mission Impossible. Die Musik passt auch auf jeden Fall schon ganz gut dazu. Also, holen wir noch ein paar Steine hier. Ich hätte mir viel zu viel Mühe machen müssen, die Steine zu finden. Au! Wieso sind die auf einmal schon wieder aktiviert? Ah, okay. Die wechseln ihre Position, die gemeinen Steine. Die gemeinen Laserstrahlen, ich verstehe. So, wir machen natürlich alle safe. Alle Saves machen wir hier auf. Ich tippe mal, dafür bekommen wir wieder eins von den vier Polizeiwappenteilen. Jedenfalls meine Vermutung. Auch nicht. Den müssen wir auch nochmal irgendwo hinschieben. Erstmal will ich hier nochmal rüberspringen. Okay, diese Laser, die sind auch immer gar nicht so leicht zu sehen. So, und da ist der vierte. Also wenn er hier nicht drin ist, dann weiß ich auch nicht weiter. Einmal aufmachen, Chase. Gut, dass wir hier gerade noch im Räubermodus sind. Können wir die nämlich mal ganz flott aufmachen, die Dinger. Ach, Leute. Ich könnte fast glauben, die wollen nicht, dass jemand den Smaragd mitgehen lässt. Verstehe ich gar nicht, gell? Falsche Farbe benutzt. Die war doch definitiv richtig, die Farbe. Genau, da brauche ich den. Da brauche ich den anderen, den mit der Kanone. Der spiegelt auf jeden Fall schon schön. Das sollte funktionieren. Okay. Einmal hier durch. Und da haben wir... Okay, aber warum ist das Goldding da? Das verstehe ich noch nicht so ganz. Was es mit dem Goldenen auf sich hat. Den müssen wir wahrscheinlich auch nochmal einfärben, oder? Färben wir mal Silber... Nee, können wir nicht Silber ein... Ah, ich habe ja schon wieder den falschen gehabt. Genau. Wir brauchen den hier. Du färbst jetzt einmal den Goldenen hier Silber. Nein, siehst du nicht? Okay. Wir können das andere Ding aber noch blau färben, um da ein paar Parkour-Moves hinzulegen können. Okay, diese Farbkanone, die scheint sehr vielseitig einsetzbar zu sein. Praktisch, das Ding, ich sehe schon. Damit können wir was anfangen. Am meisten froh bin ich hier immer noch, dass wir einen roten Stein gefunden haben. Hier können wir unsere reinhacken irgendwie. Okay, da müssen wir drauf schießen. Ich tippe mal, wir hacken uns erstmal rein hier. Erstmal wieder Chase Mac Hacker. Oh Gott, da müssen wir wahrscheinlich alle vier wieder aufmachen, oder? Naja, also an den Minispielen mit irgendwelchen Tresorsachen mangelt es auf jeden Fall in der Mission nicht. Da können wir uns nicht beschweren. Wieder eins von vier. Nein, das ist... Irgendwas, was wir zusammenbauen müssen. So ganz zu erkennen ist es für mich noch nicht, aber... das ist wieder ein Farbwechsler. Das ist wieder ein Farbwechsler. Ah, okay. Das ist auf jeden Fall die Farbwechsler-Mission Nummer 1 hier. Na, jetzt hoffe ich mal, dass wir den Smaragd hier auch bald bekommen. Können wir da irgendwas einfärben? Ah, dafür brauchen wir das Grüne, okay. Jetzt sind die anderen drei auch schon auf. Na gut, in einer von den Dingern muss er da drinnen sein. Oder sind... Alles immer nicht so ganz zu erkennen im ersten Moment, was es darstellen soll.
So, wir drehen einmal hier dran. Ah, die müssen wir in die richtige Position bringen. Okay. Oh. Nochmal ein bisschen weiter drehen. Ah, zu früh. Zu spät. Zu spät. So, genau. Nummer 1 leuchtet. Das machen wir jetzt dreimal. Und wenn die alle drei leuchten, dann geht bestimmt diese Tür auf, wo hinter der Smaragd ist. Und wenn nicht, dann müssen wir halt noch weiter suchen. Aber ich glaube, wir sind dem Smaragd schon sehr, sehr nahe. Lang kann es nicht mehr dauern, bis wir ihn finden. Ja, hier. Freude, schöner Götterfunken kommt auch schon wieder. Diese Melodie haben sie hier auf jeden Fall sehr gerne im Spiel. Passt aber auch zu unseren Mafia-Bossen hier irgendwie. Und da ist er auch schon. Ah, sowas Schönes braucht doch auch epische Musik dazu. Da haben sie schon recht. Dann klauen wir das Ding mal, solange wir das irgendwie tragen können. Schön ist er ja schon, muss man sagen. Hoffentlich werden wir jetzt da drin eingesperrt. Das nenne ich einen Edelstein. Wer auch immer du bist, du brichst das Gesetz. Ich denke, das wissen die schon viel. Das war's dann wohl mit unentdeckt bleiben. Ja, ich glaube auch. Da müssen wir uns jetzt, können wir da oben, ich glaube, wir müssen da oben raus, wo die sind, oder? Wir verhaften sie einfach erstmal. Den Sicherheitsdienst hier. So, weg mit dir. Also, die verhaften wir noch schnell. Das entbehrt ja jeder Würde. Sorry. Wow, das war ein guter Sprung. Ich glaube, hier kommen wir raus, oder? Wo die herkommen. Ja, hier siehst du nach Ausgang aus. Aber hier sind noch drei weitere, die was dagegen haben, dass wir fliehen. Warum haben die sich gerade in den Kopf gehauen? Oh, einmal weg. Einmal gleich verhaften noch. Und du greifst mich an. Oh, das hättest du besser nicht gemacht. Dafür wirst du gleich hier verhaftet. Und dann haben wir nur noch einen hier. Na, komm her. Traust du dich? Traust du dich? Ja, natürlich traust du dich. Aber daneben. Oh, wir haben es schon geschafft. Was hat's mit diesen Dingern da auf sich? Ich weiß, wir sollen ja aus der Bank gekommen und wir werden auch gerade ganz übel verfolgt, aber... erstmal nehmen wir die Bank auseinander. Muss ja hier auch Prioritäten setzen manchmal. Wahrscheinlich müssen wir die, brauchen wir die eh alle beide, um hier irgendwas zusammenzubauen. Und vielleicht geht dann diese rote Tür da auf oder so. Okay, wir machen irgendwelchen Wandschmuck. Zahl. Vielleicht Teil einer Kombination? Okay, das ist eine 3. Das ist eine 7. Können sie bestimmt auch gleich nochmal runterreißen von der Wand, aber ich glaube, das wäre nicht besser. Okay, wir versuchen mal alle Kombinationen hier rauszukriegen. Hier ist noch eine 10. Ah, okay, okay. Das Rätsel verstehe ich zumindest. Und warum fliegt der in der Luft da, der Putzer? Hm. Das Rätsel wiederum kann ich nicht lösen. Muss ich, glaube ich, aber auch nicht lösen. Okay, rot war die 10, das heißt, wir werden hier auf die 10 mal gehen. Einmal die 10. Nein, 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 nicht so. Los. Da muss man wieder rechtzeitig drücken, dass er... Nein. Muss er wieder rechtzeitig aufhören zu drehen. Also er dreht durchgängig. Na komm, ein bisschen noch. Ja, das sollte auf der 10 passen. Bei der Blau war es... Blau war die 3. 1, 2 und 3. Und bei Grün war es... 7 war es gleich bei der Grün, oder? Ja, ich glaube 7 war es. Ist hier auch gleich das nächste. So, ja, scheint richtig zu sein. Da geht gleich was auf. Ah, ein Schlüssel geht hier auf. Müssen wir das hier sogar machen, um weiterzukommen? Ich weiß es nicht. Bleibt die Frage. Ah, das Gute ist ja, uns wird immer gleich angezeigt, wofür wir Schlüssel brauchen. In dem Fall ist es für dieses kleine. Für diese rote Tür hier. Einmal noch den drehenden Schlüssel. Schauen wir mal, wo wir reinkommen hier. Ich glaube, da kommen wir hinter. Dahinter. Ja, da kommen wir hier rein. Sehr gut. Oh, da bekommen wir Dynamit. Dynamit ist auch immer gut. Kommen wir dann in den Nebenraum auch noch irgendwie rein? Das weiß ich noch gar nicht. Ich nehme auf jeden Fall mal den Bergarbeiter hier. Dynamit wird ja normalerweise auch angezeigt, wo man es hinlegen muss, von daher. Okay. Da brauchen wir es auf jeden Fall noch nicht. Vielleicht brauchen wir es hier drüben irgendwo. Okay, da können wir die Statue in die Luft sprengen. Die schöne Statue, die hat uns doch gar nichts getan. War das gerade? Haben wir uns da gerade den Ausgang gesichert? Nein! Das Ding rollt perfekt so rum, dass wir in den anderen Raum reinkommen. Wunderbar. Wunderbar. Ach, genau, die kann man auch noch kaputt machen hier. Bringt doch alles noch ein paar Steinchen, die wir gebrauchen können. Okay, dann mal hier noch rein in den Raum. Oh, hier gibt es auch noch einiges an Steinchen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Da brauchen wir den anderen Kerl. Da brauchen wir unseren Ganoven, um die beiden Tresore aufzumachen. Es gibt so Missionen, die Missionen sind teilweise echt relativ lang. Also es gibt so kurze Missionen, die man so zwischendurch mal machen kann. Und dann gibt es solche Missionen wie die hier oder auch wie die in der Mine. Die immer relativ lang sind. Wahrscheinlich immer pro Kapitel eine lange Mission. Und mehrere so kleine Missionen, das könnte ich mir vorstellen. Schade, ich dachte, wir kriegen hier irgendwelche Steine oder sowas.
Leider ist der Part dieses Projektes nun auch schon vorbei, doch es bleiben dir drei Möglichkeiten, um weiterzumachen. Klickst du links oben auf das Bild, kommst du zum nächsten Video dieses Projektes. Klickst du hingegen links unten auf das Bild, kommst du zur Playlist, wo du alle Videos des Projektes nochmal in der Übersicht findest. Klickst du rechts oben auf das Bild, kannst du meinen Kanal abonnieren, was mich sehr freuen würde. Ich wünsche dir wie immer eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit dir sein. Servus.